Das Regio TV Plus ist heute zu Besuch am Politapro von Gastro Basel-Land. Fabienne, erzähl mal, was ist denn das Anliegen an so einem Apro? Du hast viel zu erzählen gehabt, du hast aber auch Dankeschön sagen. Ja, also eben primär ist es einfach, dass man sich mal austauschen kann mit dieser Politik, weil über das Jahr aus haben wir jetzt ganz viele Mails geschrieben, wir haben mal schnell telefoniert, Diskussionen sind zum Teil auch heiss geworden, Debatten, also wenn ich gerade an die Mietzinsreduktion denke. Und ja, vor allem auch der Dank. Also jetzt, wir machen das zum 11. Mal und jetzt, dieses Jahr ist das einfach, es ist wirklich eine Herzensangelegenheit, dass wir wirklich mal nicht Danke sagen können, weil die haben, man ist sehr oft so auf unserer Seite gesehen und man hat die Not auch gespürt, die wir haben. Bei mir ist der Marcel Blättler aus dem Leuen von Waldenburg. Marcel, der Anlass ist wichtig, weil? Weil es einfach ein super Netzwerk ist. Es hat in der Corona-Zeit gezeigt, wie wichtig das ist für uns. Und vor allem, dass wir ein Problem miteinander lösen können und nicht gegeneinander. Es gibt nur diesen Weg. Du hast ausser protokollmässig am Schluss doch auch noch mal etwas gesagt und die Stolz nicht ganz können verbergen über einen gewissen Fakt. Also ja, dass Baselbiet von meinen Wirtenkollegen beneidet worden ist, weil wirklich durch das die enge Zusammenarbeit mit Politik, Tourismus, Schule und alles zusammen einfach uns eine schnelle Lösung geboten hat, die andere nur haben können träumen davon. Und da bin ich riesig stolz, dass wir da gewesen sind und es uns auch die riesen Last von den Schultern genommen hat. Ja. Bei mir ist jetzt Beatrice Rieder von Herzlich in Liestal. Beatrice, was war für dich so auffallend gewesen, vor allem jetzt der Gedanken auch an den Verein, an den Verband? Wir hatten zwei schwierige Jahre hinter uns mit der Pandemie. Und vom Verband her war ein unglaubliches Engagement vorhanden, sich für uns einzusetzen, für die Gastronomie einzusetzen, für unsere Anliegen. Dass wir auch gut entschädigt werden für die schwierige Zeit. Wie hat sich denn das gezeigt? Man hat vor allem gemerkt, die Fabienne geht recht liebevoll mit dem Ganzen um. Fabienne hat eine gute Art und Weise. Sie ist diskret und bescheiden, aber sagt klar und deutlich den betreffenden Politikerinnen, Politiker, Entscheidungsträger, was Sache ist und was sich die Branche wünscht. Und so kommt sie zum Ziel und sie setzt sich für uns ein. Stichwort Herzensangelegenheit. Ich sage noch Hashtag. Was steht dort noch unten dran? Ja, Hashtag verliebt in Gastronomie, genau. Und ich glaube, das ist vor allem in diesen zwei Jahren, haben wir das einfach, der nicht verliebt war in die Gastronomie, der hat das nicht mehr durchhalten, weil das ist für die Mitglieder, das ist zum Teil so ein harter Kampf gewesen und vor allem das Ungewisse und einfach das Aushalten, oder? Man hat so oft müssen einfach starken Rücken haben und müssen sagen, jetzt nehme ich noch mal einen Schnuff und halte es noch mal aus.